So, da sind wir wieder an der Ecke, an der ich vorhin den kleinen Unfall hier gebaut hatte. Diesmal sind wir ein ganzes Stück näher dran. Ist jetzt übrigens schon wieder der zweite Versuch. Gerade eben ist das Ganze fehlgeschlagen. Vielleicht zu Bruskys Schrottplatz? Ohne, dass ich was dafür konnte. Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Weil der Herr es geschafft hat, auf dem ersten Meter gleich zwei Unfälle zu bauen und dabei offenbar irgendwie verendet ist. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es dann fehlgeschlagen und Luca hatte sein Ziel nicht erreicht. Das war der einzige Grund, der dann da stand. Ja, jetzt musste ich auch ein bisschen fahren wie ein Henker. Aber letztendlich sind wir ja mit dabei. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Und das klingt, okay, als ob da jemand da rein beseitigt werden soll. So. Ich finde eine Möglichkeit, dich in das Schlachthaus zu schleichen. Oh gut, wir haben noch die ganze Muni von vorhin. Das finde ich schön. Das finde ich sehr gut. Was zur Hölle? Kann man ihnen helfen? Nein. Was bist du denn für einer? Leg dich einfach mal auf die Fresse. Ja, warum nicht? Passiert, passiert. So, können wir mit dem hier vielleicht irgendwas erreichen? Nee. Gut, ich denke, über das Tor kommen wir nicht rein. Ich weiß, was mit den Jungs ist, darf mich keiner sehen. Ja, deswegen nehmen wir da einfach mal den Weg hier hinten, da ist das schon... Ich muss vergessen. Sie sagen, ich habe vergessen, aber nein, 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 ich erinnere mich noch an alle. Ja, hier ist das schon so formschön was ausgespart im Zaun, da denke ich, ist das doch der richtige Weg. Die Kanalisation, das könnte klappen. Der Kanal könnte zum Schlachthaus führen, natürlich. Schätze, das kann ich aufbrechen. Ah, gut. Oh Mann, wie das stinkt. Ja, zugegeben, wir sind dafür jetzt nicht richtig angezogen, aber das muss jetzt halt mal sein. Schleichst du jetzt die ganze Zeit so, Vito? Finde ich uncool. Finde ich ganz uncool. Kannst ruhig ein Stück schneller gehen. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Köter? Da ist ja jemand. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Mal sehen, wo wir hinkommen. Jedenfalls sind wir gut genug munitioniert und ich denke, hier wird gleich Monsterratte. Scheiße! Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Monsterratte und Monsterschiss auf den Anzug. Ist das nicht schön? So muss das sein. Gut, hier gibt's ein Magazin oder was? Tatsächlich, verrückt. Ja, sieht jetzt nicht so hübsch aus, muss ich sagen. Die Hose ist irgendwie ungeil. Okay. War ja damals irgendwie in diese Blondchen, habe ich das Gefühl. Trifft nur bedingt meinen Typ. Also manchmal sehen sie ja ganz gut aus, aber ist dann manchmal doch nicht so wirklich hübsch. Übrigens habe ich gelesen, das spielt ja in den 40ern und 50ern, die Bilder sind, ich glaube, aus den 70ern oder 80ern oder 60er, 70er, irgendwie so. Sind aber wirklich Playboy-Bilder. Allerdings gab es den Playboy zur Zeit des Spiels noch gar nicht. Der soll erst danach gemacht werden, aber gut, ist halt bloß so eine kleine Ungenauigkeit. Alter, du hast den Anzug total versaut. Oh Mann, das kriegst du nie wieder raus. Gut, was machen wir jetzt mit dem Köter? Schmaul, verflucht nochmal! Ist da jemand? Nee, alles gut. Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen die Hackfleisch aus dir. Blöder Köter. Verdammt, da sind sie. Jetzt krieg ich dich, du knochiger kleiner Scheißkerl. So, was machen wir denn jetzt? Ist die Frage. Erstmal können wir eigentlich bloß zuschauen, ne? Tja. Lässt sich nur hoffen, okay, der Köter hat schon mal Abstand genommen jetzt. Lässt sich nur hoffen, dass die Wachen gut, gleich mit die Luft ist rein verschwinden. Bleibt der? Oder geht er mit rein? Ich glaube, der bleibt. Okay, wir müssen uns irgendwie reinschleichen. Das hier hinten sieht doch ganz gut aus. Da scheinen wir doch irgendwie aufs Dach zu kommen, oder? So, klettern wir mal einfach rum, soweit wie es geht. Ach so, wir kommen direkt rein.
So weit wie es geht, wollte ich schon sagen, aber das geht sehr weit sogar. Wenn du schießt, werden die Jungs umgelegt. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, können wir den vielleicht von hinten abmurksen? Wir lassen ihn einfach, würde ich sagen. Was? Schön liegen bleiben. Okay. So, also noch eine kleine Sneak-Aktion. Scheiße. Ja, was zum Teufel ist hier los? Sieht nicht so aus, als ob Tobi ist der Kleine da. Das könnte jetzt kritisch werden. Gut, hat das eigentlich gerade gespeichert? Ich weiß es gar nicht. So, wie kommen wir denn jetzt an denen vorbei, ist die Frage. Verschwinden die irgendwann, oder wie sieht das aus? Ich meine, zwei ist ein bisschen blöd. Einen alleine könnten wir hops nehmen, aber zwei? Nicht so. Okay, da vorne ist nichts mit Langschleichen, gibt's aber auch keinen anderen Weg. Also es bleibt eigentlich bloß dort. Wir können eigentlich nur hoffen, dass die irgendwann weggehen. Oder wir müssen, das kann natürlich auch sein, hier vorne links rumgehen. Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Okay. Ich rauch doch nur eine. Reg dich ab. Gut. Eigentlich müssten die, selbst wenn sie uns nicht sehen, uns doch zumindest riechen, oder? Gut, wir schlagen uns dann mal hier vorne durchs Kühlhaus durch. Klingt, als ob die kein großes Vergnügen verspüren hier. Hat da jemand geschrien? Nee, alles gut. Ein Schwein hat gekriegt. Nein, das war kein Schwein. Das klang mir nach... Fuck! Okay, den Weg sollte ich dann vielleicht nicht nehmen. Hätte mir eigentlich auch schon vorher in den Sinn kommen können. Gut, vielleicht sollen wir dann einfach mal rechts rum. Das ist vielleicht die bessere Variante. Einer von Falcons. Scheiß. Ja, was zum Teufel ist hier los? Gut. Ansonsten denselben Weg wie gerade eben nochmal. Ich hab keine Lust, alles allein zu machen. So, den Herrn lassen wir durchmarschieren. Ich rauch doch nur eine, reg dich ab. Ja, den Spruch kenn ich. Komm, marschier ab, los. Gut. Und dann. Und dann los hier. Der macht dort direkt durch. Gut. Der Typ. Ich war schon länger nicht mehr da. Dann gehe ich immer mal rechts rum. Hat da jemand geschrien? Ist vielleicht gesünder. Also, ist immer noch König. Nein, das war kein Schwein. Nicht. Das klingt so. Nehmen wir einfach mal den Weg. Ich glaube, das ist auch so gedacht. Vielleicht werde ich sie okay. Sieht ganz danach aus. Wir sollen wahrscheinlich hier rumgehen. Sollte ich denn anschauen? Leben hier noch Schweine? Ich hoffe doch nicht. Gut. Wir schlagen uns weiter vor. Die da hinten sind hoffentlich beschäftigt genug. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Oh. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von... Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Halt die Klappe. Gehen wir. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der sich mal irgendwie wegdreht oder in den Raum reingeht oder so. Ach nee, der verschwindet einfach. Das ist mir recht. Gut. Damit kann ich leben. So, schauen wir mal. Ich hoffe, die Tür bleibt zu. Hinten ist keiner. Komm sofort! Okay. Wir sind schon ziemlich nah dran. Aber noch nicht nah genug. Die sehen uns hoffentlich nicht. Ich dachte, deine Frau heißt Mary. Weißt du? Und glaubt ihr, ich weiß nichts von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los,
Wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie dein Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ich sag's aber. Hey, wer ist denn verlassen? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Ach, Idiot. Und ein Faustkampf mal wieder. Das gibt eine schöne Sauerei. Gut, dass wir ein bisschen trainiert haben im Knast. Das können wir ja mittlerweile. Lehm sein Scheißkampf. Ah, verdammt. So, dann müssen wir es halt mit Kontern machen. Geht auch. Und ab und zu kommen wir dann mal richtig durch. Der Kerl kann ganz schön was einstecken. Okay. Das gibt eine schöne Sauerei. Eine Runde. Oh, ernsthaft. Jawohl. Jungs, mach den fertig! Nichts da! So, holen wir uns erstmal den hier drüben, sobald er aus seiner Deckung kommt. Wenn er denn kommt. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt! Was? Hab ich gerade durch den durchgeschossen? Hol dich endlich runter! Ja, warte doch mal! Danke! Alles du gut! Hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße! Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Vince, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Okay, finde Luca. Eine Waffe. Schieß! Können wir uns also an den Schleimscheißer jetzt ein bisschen rächen wieder? Daneben! Gut gemacht! Ja, gut gemacht. Schön, schön. Zeig, was du kannst! Los, ich blase dir den Kopf raus. Nicht schlecht, Kleiner. So, nicht schlecht. Erstmal den mit dem Gewehr. Der war wichtig. Ah, schlecht geschossen. Okay, Vito, kaufen wir uns den kleinen Wichser. Ja, lass mich erstmal Muni einsammeln. So, für die können wir gar nicht für das Gewehr. Na, sowas. Haben wir noch voll. Der pisst dich in die Hose, bis ich mit dem fertig bin. Was ist? Sind sie erledigt? Ja! Rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Sie können mit keiner Waffe an den zu spät. Da kommen sie. Wo? So, dann müssen wir mal von hier drinnen schon, solange die noch draußen sind, aufräumen. Eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So, da sollten wir vielleicht nochmal wechseln. So, ich bin vielleicht ein bisschen zielsicherer als ihr, wie mir scheint. So, jetzt natürlich ein bisschen blöd mit der Third Person hier, weil ich dann ständig die Dingens im Gesicht habe hier, die Rahmen von den Fenstern. So. Na gut, den Rest können wir dann vielleicht doch mit der Pistole machen, oder? Oh, sind ja doch noch ein paar mehr, als ich gerade dachte. Wie wär's damit?
Das Ding haut da richtig rein. Okay, ist dann aber vielleicht noch ein bisschen weit jetzt auf die Entfernung. So, Pistole. Ah, oh, komm, ernsthaft. In dem Moment muss er wieder nachladen. Ich geh rein, gib mir Deckung, Vito. Ja, warte mal. Lass mich da erstmal den einen noch wegholen. So. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Klopf, klopf. Komm schon. Ich will erstmal kurz den Muni holen. So, bin dabei. Du schaffst es nicht, ja? Das tut mir auch leid. Mal sehen, wie lange noch. Wie wär's mit etwas Explosivkraft? So kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Was? Okay. Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Scheiße! Komm her, du Wichser! Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir gegen noch ein bisschen aus dem Leib, du kleiner, schwatzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelt's vor Blut, hä? Nein, mich ekelt's vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Oh, oh. Ach so, gut. Dachte schon. Du? Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht.